Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapists. Heute geht das in das JVA Eisentor und meine lieben Insassenfreunde und die Pennerwärter habe ich natürlich alle schon hier parat. Wir werden jetzt einmal ganz kurz durchgehen, wer alles dabei ist, dann werden wir einen Tag schon mal spielen. Und in diesem einen Tag werden wir wie immer in der ersten Folge das Gefängnis besichtigen, nach Fehlern suchen, wo kann man sich durchbuddeln, was kann man machen. Das alles werden wir heute erfahren, müssen wir versuchen zu erfahren. Aber fangen wir erstmal an mit dem, was wir sonst immer machen, also die Vorstellungsrunde. Bei den Insassen haben wir insgesamt 14 Leute, waren das glaube ich, 4, 8, 12, 14 genau. Und die stelle ich jetzt alle mal vor. Da haben wir einmal den Mizo. Da haben wir den Skyluke dabei. Wir haben den Snox mal wieder dabei. Wir haben den TauTV dabei. Diesmal als Insasse, nicht mehr als Wärter. Wir haben die Queen Bianca. Wir haben den King Julian. Wir haben Master Blaster. Tobias ist am Start. Dann kommt der Erik. Dann kommt Niklas the Gamer, auch wieder dabei. Er hatte beim letzten Mal schon Glück, jetzt hat er schon wieder Glück gehabt. Was für ein Arsch, ne? Dann haben wir Runsey. Dann kommt der Fallout Boy 112 oder 112, wie du es immer sehen möchtest. Herzlichen Glückwunsch, dass du auch dabei bist. Du hast es dir ja schon immer gewünscht. Bertha ist hier und zum Schluss noch der Phil Banane. So, kommen wir zu den Wärtern. Wärter haben wir 10 an der Zahl. Nicht alle Namen haben gut hingepasst, deswegen haben einige eine Abkürzung von mir abbekommen, aber das werdet ihr gleich schon sehen. Da haben wir den Officer Daniel, da haben wir den Officer Pahü, dann kommt Officer Eiergerken, schon bekannt aus den letzten Staffeln irgendwann. Ich glaube, zweimal war er dabei insgesamt. Nugget haben wir hier, anscheinend schon öfter dabei gewesen. Officer Maugau, dann haben wir Officer Mama sagt, da seht ihr auch die Abkürzung wieder. Officer Justin. Officer Extendix. Officer Bananaman. Was da steht beim Bananaman. Bidi-bidi, Bananaman. Bidi-bidi. Das ist ja nicht richtig, ne? Das ist ja nicht richtig. Bananaman. So. Gut, dass ich das nochmal gesehen habe, beziehungsweise vorgelesen habe. Und zum Schluss der Officer Arif. Und damit würde ich sagen, begehen wir das Gefängnis. Heute werden wir am ersten Tag nur einen Tag machen. Weil ich hoffe, dann nicht schneiden zu müssen, weil meine Cousine eventuell gleich nochmal anruft. Und wenn ich dann schneiden muss, dann kommt die Folge heute wahrscheinlich gar nicht mehr. So viel dazu. Deswegen versuchen wir einfach nur einen Tag mal hier durchzulaufen, gucken, was hier so Schönes gibt. Und ich bin gespannt. Ach du Scheiße, ist das klein. Hör zu, du Wurm. Du weißt selbst, warum du hier bist, also spar dir das Geheule. Die Justizvollzugsanstalt Eisentor wird weithin als das sicherste Gefängnis angesehen, das es gibt. Hier wirst du den Rest deines sinnlosen Daseins fristen. Wie war das? Ausbrechen? Dass ich nicht lache. Die paar Idioten, die das probiert haben, haben beim Versuch, von der Insel zu schwimmen, ein nasses Grab gefunden. Aber hey, Kopf hoch, ne? Oh, von der Insel? Oh Gott, ich dachte, die Insel kommt erst in Alcatraz. Okay, und wir sehen hier schon diese Metalldetektoren überall. Es freut mich, dass wir wieder in einem Innenbereich von einem Knast sind. Was ist das hier für ein Raum? Aber auch wieder diese Schwarze dazwischen, ne? Hm. Ich bin doch schon da. Wieso heißt ich Oscar? Verdammt, okay. Ich heiße Oscar, ist mir scheißegal. Nochmal werde ich den Namen nicht eingeben. Scheiße, ich hab mein... Aha. Weißt du, ich gebe alle ein, außer meinen Namen, oder was? Oh, naja. Phil Banano und Fallout Boy werden heute kontrolliert. Ich bin auch schlau. Okay, es sind überall diese Detektoren, ne? Ich würde sagen, wir fangen einfach an damit, gleich ein paar Quests auszusuchen. So war das nicht. Das war Schlagen. Ah, das ist richtig. Ich habe Fallout Boy vor einiger Zeit etwas gegeben. Kissen. Das macht mir jetzt... Okay, okay. Ich werde das zurückholen, ohne ihm weh zu tun. Ich versuche es jedenfalls. Officer Extendix hat mir sich... Ah, nee. Die Werte kann ich noch nicht zusammenschlagen. Dafür ist es zu früh. Lenk die Werte ab, wenn wieder Frühstück ist.
Ja, ich möchte nicht, dass die Wärter mich hassen. Bin ich ganz ehrlich. Wir haben Frühstück, verdammt. Okay, scheiß drauf. Frühstückspause. Vielleicht kann ich entkommen, vielleicht kann ich entkommen. Muss einfach nur... Obwohl, die hassen mich jetzt alle schon. Die hassen mich alle schon. An meinem ersten Tag fangen alle mich an, mich zu hassen. Ach Mann. Ey, wer liegt denn da? Ups. Stimmt, ich bin hier sehr zerbrechlich momentan. Arbeitspensum? Ach du Scheiße. Wie soll ich mir denn den Knast anschauen? Okay, was ist denn mein Job? Hausmeisterstelle. Interessant. So, ich denke mal, ich brauche einen Mob. Besen brauche ich wahrscheinlich nicht. Und dann suchen wir mal nach irgendwelchen dreckigen Stellen. Gott, das Gefängnis ist ja riesig. Boah. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Wo ist denn hier Dreck? Da, Dreck. Na, super. Ich habe meinen ersten Dreckhaufen gefunden. Was? Nutze die Klimmstange und Laufbänder, um deine Geschwindigkeit und Stärke zu erhöhen. Drücke auf dem gewünschten Gerät abwechselnd LT und RT. Das hört sich einfach an. Das mache ich später. Aber ich werde jetzt erstmal gefeuert, weil ich keinen Dreck finde. Da ist wieder Dreck. Das kriege ich im Leben nicht hin. Ich kann mich natürlich gleich wieder bewerben. Aber ansonsten, nach hier geht's im Kreis, ne? Das ist ein interessanter Aufbau. Es könnte noch Schwierigkeiten geben. Aber aufgrund dessen, dass das Gefängnis natürlich so groß ist, können die Wärter nicht überall sein. Oh, schaffe ich das in den letzten 20 Sekunden noch zwei Dreckhaufen zu finden? Da ist schon mal einer. Oh, ich hab's geschafft! Ja, ich hab's geschafft! Ah, erstmal den Besen als Waffe nehmen. Okay. Habe ich jetzt Freizeit? Ach, ich habe noch eine Stunde Zeit gehabt. Das ist ja krass. Was ist das? Spiele? Mit den Spielen. Okay, ich spiele und weiterentwickle meine Intelligenz damit. Okay. Verstehe. Spiele machen intelligent. Ja. Ach du Scheiße, ist das ein Elektrozaun? Oh Gott. Ich sehe hier noch kein positives Ende für mich. Ich könnte mich hier durchbuddeln, ja, dann wäre ich da auf jeden Fall sehr... Ach verdammt, jetzt läuft der durch die Gegend, ne? Kann sein, dass der mich verpetzen kann, ich weiß es nicht. Mittagsappell. Oh Gott. Dann geht's mit den Schlüsseln raus. Ja, Dude, was heißt du für mich? Immer ein Schild. Kannst du behalten, Alter. Okay, hallo Fallout Boy. Bei dir muss ich noch zu Hause gucken. Lenk die Werte ab, wenn Mittagsappell ist. Es tut mir leid, Mama sagt. Und Justin, alle hassen mich jetzt schon wieder. Nur weil ich Geld brauche. Naja. Wollen wir mal zum Mittagsappell gehen? Solange ich Geld brauche, muss ich halt alle zu meinen Feinden machen. Ist halt so. Später seid ihr alle wieder meine Freunde. Aber Hauptsache, ich werde nicht untersucht. Das hier ist eher interessant für mich. Also das hier sieht für mich sehr, sehr interessant aus. Weil ich glaube, da geht auch keiner rein. Das Ding ist nur, wie komme ich da rein? Und extra diesen türkisen Schlüssel besorgen? Bin ich ja kein Fan von, muss ich sagen. Wenn ich mich bloß in diese schwarze reinbuddeln könnte, das wäre richtig einfach. Gehen wir erstmal weiter. Hier ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Ich brauche eine Stelle, wo ich komplett ungestört bin. Ist auch eine Kamera. Da gehen die Werte auch rein. Ich muss sagen, meine Zelle hat keine Fenster, ne? Huch, es tut mir leid. Ach du Scheiße, stimmt, die Kameras. Guck dir das an, sobald ich da reingehe und Sachen klauen möchte, sind die Kameras einfach da. Scheiße, Mann. Ist das so ernst? Ach du... Ernst nicht. Okay, da muss man sich aber noch ein bisschen was überlegen. Ah, endlich was Einfaches. So, kann ich auch mal diesen Modus bei meinem Xbox Elite Controller anschalten. Ja, es tut auf jeden Fall ein bisschen besser als zuvor. Hallo? Oh, okay, doch. Okay, vielleicht funktioniert es nicht ganz so gut.
Ja, das ist schon besser. Ja, also das Einzige, was ich jetzt gerade sehe momentan, ist dieser eine Raum rechts neben mir. Mehr ist da halt momentan nicht drin. Komm, noch ein paar Klimmzüge. Kriege ich noch hin. Oder ich schaffe es, die Kamera auszutricksen. Weil eine Kamera hat immer einen bestimmten Winkel, muss man sagen, ne? Eine Kamera hat einen Winkel. Und wenn ich hier jetzt arbeite, könnte ich nicht gesehen werden, zum Beispiel. Aber die Wärter laufen da auch lang. Huch. Schlaftabletten. Ich würde gerne die Pfeile mitnehmen, aber ich kann nicht. Oh Gott. Ich will dir nicht schlagen. Ich bin doch nicht geistesgestört. Ich habe doch gerade was ge... Hä? Ihr habt doch gerade gesehen, dass ich ein Tablett genommen habe. Okay, die letzten beißen die Hunde. Bullshit. Huch. Ah, jetzt habe ich schon da gefunden. Ich habe schon da gefunden. Das ist ja interessant. Gehen wir erstmal duschen. Also, wir haben hier wieder, oh Gott, ja, ein paar Schächte, in denen wir rumlaufen können. Das finde ich cool. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, auf Schächten rumlaufen. Dann werden wir gleich mal bei uns drinnen gucken. Obwohl, bei uns drinnen muss ja eine Kamera sein. Scheiße. Bei uns drinnen ist bestimmt eine Kamera. Abendappell, Alter. Das ist... Ich hab hier kein Stück Freizeit. Hallo Bertha, was geht? Lenk die Werte ab, wenn Frühstück ist. Okay, mache ich. Pfeile. Hätte ich dir besorgen können, aber die Leiche ist nicht mehr da. Die Leiche ist euch schon der Ohnmächtige. Fühlen Bianca und seine Kumpels. Hört sich komisch an. Oh, guck, du bist ja nicht, hier sind überall Kameras. The fuck? Wie soll ich das hinkriegen? Im Endeffekt machen wir doch heute 2 Tage irgendwie. Normalerweise komme ich immer auf 20 Minuten, wenn ich einen Tag gemacht habe. In der ersten Folge. Naja, ob jetzt unsere Zelle durchsucht wird oder Wumpe. Ist jetzt schon nichts. So, mach Fallout Boy. Nunchucks. Das ist aber ein nettes Geschenk von dir. Würdet ihr euch alle verpissen? Danke. Ihr sagt auch. Verpiss dich. Sag mal, ist hier immer jemand allgegenwärtig oder was? So. Scheiße, ich muss dich rüberschleppen, ne? Ich hab nichts gemacht. Nein! Na, auch jetzt. Ich wollte deine Nunchucks haben. Oh, das ist gar nicht mein Zuhause, ne? Wo schlafe ich? Ja, ich bin schon drin. Oh. Ja, hier ist eine Kamera. Ah, das grüne Licht leuchtet, wenn ich gesehen werde. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, das Premiere ist eigentlich ein Scheißdreck, ne? Muss man dazu sagen. Ah, gehen wir schlafen. Ich darf nicht mal mein Zimmer umräumen. Was ist denn das? Oh Gott, da wollte mich gerade verprügeln. Habt ihr das gesehen? Das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist, ich muss es einmal kurz riskieren, dass die Wachen hinter mir sind. Dann stelle ich sie so hin. Du Scheiße, trotzdem, die sehen mich trotzdem, ne? Ah! Wie soll ich denn den Leuten die Sachen klauen? Nein! Ach Gott! Ich wurde schon 3-mal zusammengeschlagen in der Folge. Oh, Münztelefon. 160 muss ich aufbringen für einen Tipp. So, wie Bianca. Warte. Ist da? Verdammt. So, jetzt ist Frühstück. Jetzt muss ich sowieso Stress machen, ne? Es tut mir leid, Mama sagt, aber ich musste dich schlagen. Freunde, das ist echt ein knallhartes Gefängnis. Ich weiß derzeit noch nicht weiter. Oh. Die Einzelhaft. Aber die Leute können hier reingucken durch die Gitter. Können hier reingucken.
Eventuell bleibt mir nichts anderes übrig, als, so einen blauen Schlüssel zu organisieren, ne? Vor allem, ich kann ja auch nichts klauen. Ah, ist das bitter. Mit so einem blauen Schlüssel könnte ich auch hier rein. Da könnte ich rein. Oder... Oh. Dafür muss ich ja natürlich auch meinen Job behalten, ne? Dafür muss ich allerdings meinen Job behalten. Das heißt, wir müssen diesen Job ausführen, um ausbrechen zu können. Okay. Das dürfte interessant werden, Freunde. Ich hätte es ja gerne gemacht ohne. Aber es geht anscheinend nicht. Es sei denn, ich prügele mich wirklich komplett durch die Wände durch. Ich finde es kacke, dass in den Zellen, in jeder einzelnen Zelle, so eine verdammte Kamera ist. Das heißt, ich kann gar nicht meinen täglichen Arbeiten nachgehen und klauen. Ja, guckt euch das an, ich werde direkt gesucht. Und wenn ich was klaue, bin ich wahrscheinlich tot. 90%, ich fasse das nicht. Das ist gar nicht mein Zuhause, nein! Hä? Das wäre mein Zuhause. Fuck it. Okay, wir lassen das hier am besten mal hier liegen. Der Rest ist ja legal, ne? So ein Mist, Alter. Was für ein Gefängnis. Ich kann nicht mal Sachen klauen. Was? Ja, dann schlag mich doch zusammen. Damit wurde ich viermal zusammengeschlagen. Okay, Freunde, es kann sein, dass wir in diesem Gefängnis ein bisschen tricksiger sein müssen. Die Pfeile liegt aber noch da. Da habe ich auf jeden Fall dran gedacht. Durch den Metalldetektor möchte ich noch nicht latschen. Wohne ich hier? Wo wohne ich? Ich weiß nicht, wo ich wohne. Wohne ich hier? Hä? Und doch hier, oder? Ja! Wie soll ich denn Minusprozente bekommen? Was ist denn los? Komm, gehen wir zum Mittagsappell. Was ein Mist. So, was haben wir denn für Aufträge? Ich werde bestimmt keinen Insassen verprügeln. Schlaftabletten kann ich von Queen Bianca besorgen. Und von Tobias kann ich auch was besorgen. Das Problem ist nur, wie kommen wir an den Kameras vorbei? Brauchen wir vielleicht eine Wärteruniform? Wäre es mit einer Wärteruniform möglich, Sachen zu klauen? Oh Gott. Wie soll ich denn an meine Sachen rankommen? Nachmittagsfreizeit, hier kann ich nicht raus, ne? Das hier ist ein netter Ort. Da müsste ich mir halt jedes Mal so einen blauen Schlüssel besorgen oder ganz viele blaue Schlüssel. Und da könnte ich mich einfach mit der Spitzhacke reinbohren und dann wäre ich auch oben. Oder ich gehe hier einfach hoch. Das geht natürlich auch. Ich mich hier hochbohre und dann bin ich da oben. Das klingt auf jeden Fall interessanter. Somit komme ich in den Metallraum rein, aber nicht wieder raus. Da brauche ich eine Trittleiter. Ich komme in jeden Raum rein. Ich könnte mir also jedes Mal auch Holz besorgen. Komm, ich will aufs Laufband. Ja. Oh, das Gefängnis ist schwer, Freunde. Das Gefängnis ist richtig schwer, also da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Vor allem, ich weiß ja noch nicht, wie es draußen aussieht. Aber das innere Gefängnis gefällt mir sehr, muss ich sagen. Auch wenn es mich ein bisschen anpisst, dass ich die Kabinen nicht durchsuchen kann, weil da Kameras drin sind und ich keine Ahnung habe, wie ich die Kameras umgehen soll. Aber es muss einen Weg geben, die Kameras so zu umgehen, dass ich alles durchwühlen kann, was ich möchte. Vor allem kann ich auch nicht mal ein Loch durch die dadurch graben. Das geht ja nicht. Och. Hallo Tau, was chillst du hier? Briefe. Na ja, gut. Kannst behalten.
Da ist nichts mehr zu essen für mich übrig. Was ist denn das für ein Drecksladen? Nee, man muss dazu sagen, zumindest sind hier keine Kameras. Ich könnte auch in der Küche arbeiten, wäre glaube ich ein bisschen leichter, oder? Da wäre glaube ich auch nicht die Gefahr, dass ich entdeckt werde, weil da keine Sau ist. Ich glaube, ich werde in der Küche arbeiten. Ich glaube, das ist besser als die Hausmeistertätigkeit. Ach Tau, du bist schon hier, wie kommt das denn? Ja, ich glaube, Küche ist am besten. Was genau habe ich getan? Ich habe gar nichts getan. Ich bin da ein bisschen im Kreis gelaufen. Es tut mir leid, dass ich im Kreis laufe. Ist das jetzt verboten, im Kreis zu laufen oder was? Hier, guckt es euch an. The fuck? Oder mag mich einer von den Insassen nicht? Hä? Was ist da gerade passiert? Was ist denn da gerade passiert? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Oh Gott. Wir brauchen auf jeden Fall einen illegalen Beutel. Und meine Fresse, sind die Zeiten hier kürzer? Wir haben doch sonst immer 2 Tage eine halbe Stunde gehabt und jetzt haben wir 20 Minuten. Irgendwie seltsam, oder? Ach so, das lag vielleicht daran, weil ich sehr, sehr lange damit verbracht habe, die Kabinen meiner Insassenkollegen zu untersuchen. Jetzt aber nicht. Nachtruhe. Ja, scheiße, Mann. Wie soll ich denn da rankommen? Diese dreckigen Kameras. Ich kann mich nachts auch nicht rausschleichen. Ich kann mich nicht mal rausschleichen. Alter. Das ist euer Ernst? Ah, ich habe gehofft, dass ich da die Kamera verdecken kann. Ja, wir müssen auf die Tipps hoffen, Freunde. Wir müssen einfach auf die Tipps hoffen. Ich hab nichts gemacht, ich hab nur das Ding hier bewegt. Vor allem das Gitter ist einfach genau da, wo die Kamera ist. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das ist unser Gefängnis. Es ist anscheinend sauschwer. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Euer Zero und tschüss.